Ho, ho, ho! Ich bin's wieder hier, eure Sabrina. Ich wünsche euch erstmal ein frohes Weihnachtsfest. Und wir machen heute trotzdem an Weihnachten hier mit der Quest weiter. Wir sind im Shopping Center und stehen hier bei Anastasia. Und mal gucken, was sie sagt. Da bist du ja, Darling. Ich denke, wir sollten auf Erik und das kleine rosafarbene Ding warten, bevor wir gehen. Madison, du meinst, das kleine rosafarbene Ding hat einen Namen? Schau mich nicht so an, Darling. Da wir noch auf die beiden warten müssen, warum gehst du nicht rein und kaufst mir einen Latte? Danke, Darling. Denk daran, er muss koffeinfrei und mit Sojamilch sein. Ja, dann sind wir hier wieder, ihr Laufbursche. Oh, wir haben sogar Geld mitbekommen. Tut mir leid, dass wir etwas spät dran sind, aber jetzt sind wir ja hier. Darling, ich muss sagen, du weißt wirklich, was ein guter Latte ist. Der ist perfekt. Seid ihr bereit zu gehen? Ich will diesen Besuch hinter mich bringen, da ich für heute noch viel interessantere Dinge eingeplant habe. Smermans getan 32 ist Vampir 13, also müssen wir dorthin. So. Die vier gehen da schon mal vor und wir fahren wie immer hinterher. So, einmal klicken, Pier 13. Und da werden wir mal eben hingebracht. Jetzt sind wir am langweiligsten Ort der Stadt angekommen, Darling. Ganz ehrlich, Darling, ich verstehe nicht, warum du hierher kommen wolltest. Gibt es einen langweiligen Ort als diesen in Jorvik City? Also ich muss zurück. Ich habe noch viel zu tun. Heute Abend findet eine Party in meinem eigenen C-Promi statt. Wenn ich Glück habe, endet sie vielleicht mit einer Hochzeit. Wer weiß. Auch er war. So. Da verschwindet der kleine Chihuahua und Anastasia. Ich verstehe nicht. Das scheint nicht die richtige Adresse zu sein. Sabrina, was denkst du? Kann das stimmen? Siehst du irgendwas, das zeigt, dass dieser Karl-Typ hier lebt? Finde Beweise, dass Karl sich in der Gegend aufhält. So, schauen wir mal. Das ist das Auto von Karl. Sabrina, das ist das Auto von dem dummen Mann Nummer 2. Madison, du darfst die Leute nicht dumm nennen. Sabrina, toll, dass du das Auto gesehen hast. Natürlich muss er hier in der Nähe sein. Sollen wir rufen, damit er uns vielleicht hört? Natürlich haben sie einen Grund für den Zaun. Also sollten wir wohl nicht hineingehen. Aber man kann immer rufen. Sabrina, es ist nicht verschlossen. Du kannst direkt hineingehen. Ich frage mich, ob die Tür zu dem großen Gebäude auch offen ist. Moment mal, wir können doch nicht einfach hineinstürzen. Wir sollten zumindest klopfen und sehen, ob jemand die Tür öffnet. Hallo, ist da jemand? Versuche zu klopfen, Sabrina. Vielleicht kannst du stärker klopfen als ich. So, das haben wir schon mal geöffnet. Papa, Sabrina, die Tür ist offen. Ihr könnt einfach reingehen. Papa, du hast doch gesagt, dass wir die Aktentasche zurückgeben sollen. Wenn der dumme Mann Nummer 2 hier irgendwo ist, dann vermutlich da drin. Na gut, du denkst ja schließlich, er ist nicht dumm, also sollte er seine dumme Aktentasche auch bekommen. So, dann gehen wir auch rein.
Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Sabrina, hast du auch so ein schlechtes Gefühl bei der Sache? Hier wirkt alles so verlassen. Reißen wir uns zusammen. Karls Auto ist hier draußen geparkt. So müsste er hier irgendwo sein. Wenn wir noch etwas weiter hineingehen, werden wir ihn schon finden. Na los, Madison. Geben wir die Aktentasche zurück. Dann können wir nach Hause gehen. Okay, die Tür ist verschlossen. Die ist auch verschlossen. So, die ist nicht verschlossen. Was? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Nightdust. Nightdust! Sabrina, wir müssen Nightdust hier rausholen. Keine Sorge, Nightdust, wo hol ich hier raus? Nightdust, keine Sorge, Sabrina und ich werden einen Weg finden, dich zu retten. Sabrina, ich denke, wir brauchen ein Werkzeug, um diesen Käfig zu öffnen. Wir müssen alle Pferde retten. Wir können sie nicht an diesem schrecklichen Ort zurücklassen. Während du im Schreibtisch noch etwas suchst, womit du den Käfig öffnen kannst, werde ich Neid das beruhigen. So, dann suchen wir hier mal. Sabrina, wir sollten wohl lieber nichts anfassen. Ich frage mich, ob wir hier wirklich bleiben sollten. Ich meine, warum sind all diese Pferde hier eingesperrt? Was soll das alles? Vielleicht sollten wir einfach gehen? Moment, es klingt, als würde jemand kommen. Den Herrn an, wir, den kennen wir ja. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Was für eine rasche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich begrüße dich in meinem Labor. Schön, dass du auch ein paar Freunde mitgebracht hast. Lass Nightdust gehen. Wenn nicht, dann was? Entschuldigung, aber wir wollten keinen Ärger. Wir sind hierher gekommen, um deine Aktentasche zurückzugeben, Karl. Tut mir leid, aber meine Tochter hat manchmal eine lebhafte Fantasie. Sie hat sich in deinem Auto versteckt und aus Versehen diese Aktentasche mitgenommen. Meine Aktentasche? Ich dachte, sie wäre für immer weg. Wie ich schon sagte, meine Tochter und ich sind hier, um uns dafür zu entschuldigen, dass sie deine Aktentasche genommen hat. Sabrina, hier, kannst du dem Mann seine Aktentasche geben? Also meine Tochter Sabrina und ich gehen dann demnächst, ja. Wir geben einfach so die Aktentasche wieder? Gib mir die Aktentasche. Du hast keine Ahnung, wie viel Ärger du und dieses Mädchen mir bereitet habt. Komm schon, beruhig dich, Karl. Du und ich werden später darüber reden. Über die Tatsache, dass dir ein kleines Mädchen die Tasche wegnehmen konnte, von der ich buchstäblich sagte, du solltest sie mit deinem Leben beschützen. Wie ich sagte, du hast ja die Aktentasche jetzt wieder. Entschuldige uns, aber wir müssen gehen. Tschüss. Gehen? Haha, leider glaube ich nicht, dass ihr das tun werdet. Versteht mich nicht falsch, ich bin dankbar, dass ihr die Tasche hergebracht habt. Sie enthält etwas wirklich Außergewöhnliches, etwas, das ich von der anderen Seite der Welt habe herbringen lassen.
Ich habe doch gesagt, dass sie etwas Wichtiges in der Tasche befindet. Ich erinnere mich an dich. Ich muss zugeben, ich war überrascht, als ich dich und Sabrina auf unserer Sicherheitskamera gesehen habe. Ich dachte, du würdest mittlerweile bei den Fischen schwimmen, nachdem ich dich vom Boot geschubst hatte. Moment mal, du hast meine Tochter geschubst von einem Boot? Madison, ist das der Pirat, von dem du gesprochen hast? Ja, er ist der dumme Pirat, der mein Pferd Neithast entführt hat. Hast du geglaubt, du kommst damit davon? Aber Schätzchen, das wird auch so sein. Die einzigen, die nicht davon kommen, seid ihr. Mit dieser Spritze, die ich hier habe, kann ich das Pferd der Zukunft erschaffen. Ich will ein Pferd, das alle anderen Pferde überlegen ist und seinen Platz in der Hierarchie kennt. Ein Pferd ist nicht dein Freund, es ist dein Sklave. Und ich habe darum gekämpft, diese Überzeugung durchzusetzen, ermittelt, dass ein Pferd gehorsam wie ein Roboter macht. Gleichzeitig aber auch stärker und schneller als jedes andere. Das kann kaum legal sein. Wann habe ich zuletzt etwas Legales getan, Karl? Du hast für das Eis bezahlt? Als wir... Ruhe, du unterbrichst meine Schurkenrede. Ich wollte nicht, dass du die Frage beantwortest, Karl. Zurück zu meiner Schurkenrede. Da ich euch nicht gehen lassen kann, müssen wir etwas anderes für euch finden. Sieht so aus, als wollte Neid das etwas. Nathast scheint etwas zu wollen. Er blickt auf den Schraubenzieher, den du in der Hand hältst. Vielleicht solltest du versuchen, Nathasts Käfig mit dem Schraubenzieher zu öffnen, wenn dich niemand beobachtet. Sabrina! Die Spritze, Hanwe, hat sich fallen lassen. Sie liegt auf dem Boden. Schnell, nimm sie! Da warst du wohl etwas zu langsam. Sabrina, jetzt wirst du sehen, was dieses von mir hergestellte Serum bei einem Pferd bewirkt. Sabrina, wir dürfen hier nicht bleiben, wir müssen raus. Sabrina, Madison, kommt schon. Wir müssen jetzt rennen. Lauf, lauf und schaut nicht zurück. Ich verspreche dir, Madison, wir kommen zurück und retten Neithast. Aber jetzt müssen wir uns in Sicherheit bringen. Jetzt rennen wir gerade mal wieder um unser Leben. Was hat der arme Neid das nur? Ätz und Keuch. Sabrina, ich weiß nicht, ob wir alle Wachen entkommen konnten. Mels und ich sind auch schon außer Atem. Ich glaube, wir müssen schnell einen Ort finden, an dem wir uns verstecken können. Hast du eine Idee? So. Das sieht doch nach einem guten Versteck aus. Das geht so nicht. Sie sind uns auf den Fersen. Sabrina, bring Madison in Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir alle drei den Wachen entkommen können, ohne dass sie jemanden ablenkt. Willst du damit sagen, dass du das tun willst, Sabrina? Danke. Madison und ich laufen auf drei los. Wir warten am Hafenrand auf dich, damit wir zusammen zu Aidens Platz gehen können. Eins, zwei, drei. Lauf, Madison!
Laufe zu den markierten Positionen, um die Aufmerksamkeit von Herr Anwirs Schergen auf dich zu ziehen. Wenn du eine Position erreicht hast, leuchtet der nächste Punkt auf, zu dem du laufen musst. Sorge dafür, dass Eric und Madison sich retten können. Wenn die Schergen nicht abgelenkt werden, können Eric und Madison entdeckt werden. So, Eric und Madison scheinen jetzt in Sicherheit zu sein. Die Wachen haben deine Spur verloren. Aber es wird nicht lange dauern, bis sie dich finden. Du musst so schnell du kannst zu Eric und Madison laufen, damit ihr alle drei zurück zu Aidens Platz laufen könnt. Oha. Die folgen uns da aber ganz schön. Sabrina, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Na los, wir müssen uns beeilen. Komm, Sabrina, na los, Madison. Gehen wir zurück zu Aidens Platz. Mann, das war jetzt ja richtig aufregend. Aber der arme Nighters, der hat die Spritze abgekriegt. Puh, für den Augenblick sind wir sicher. Nightdust. Madison, keine Sorge. Wir werden Nightdust retten, das verspreche ich. Kannst du mir vergeben, dass ich dir nicht geglaubt habe? Schnüff, natürlich vergebe ich dir. Glaubst du, Nightdust schafft es? Natürlich tut er das. Schließlich ist er dein Pferd. Wir holen ihn und bringen ihn nach Hause. Und wenn wir zu Hause sind, können wir eine der leeren Boxen reparieren, damit er kommen und dort schlafen kann, wenn er es möchte. Schnüff, ich liebe dich, Papa. Ich liebe dich auch, Schätzchen. Danke für deine Hilfe, Sabrina. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Nightdust verdient auch Dank. Er hat sich in Gefahr gebracht, damit wir entkommen konnten. Wenn wir das Pferd gerettet haben, kaufen wir ihm eine Menge Hafer. Schluchz. Hehe, vielleicht können Nightdust und ich dir das Reiten beibringen. Haha, das wäre ja wirklich etwas. Wir müssen daran glauben, dass alles gut wird. Wir werden einen Plan aufstellen und dann Nightdust retten. Niemand tut das meiner Familie an. Sabrina, ich glaube, wir sollten uns nun am besten ausruhen und wieder zu Atem kommen. Es war für uns alle ein verrückter Tag. Ich verstehe, dass ihr Nightdust so schnell wie möglich retten wollt, aber dafür brauchen wir einen Plan. Ich kontaktiere meine Familie. Jetzt heißt es einer für alle, alle für einen. Sie werden garantiert kommen und uns helfen. Ich kann nicht glauben, dass ich mir es nicht geglaubt habe. Danke für all deine Hilfe, Sabrina. Ich weiß, ich muss das nicht tun, aber bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, wir bekommen ein Item. Ich schwöre, ich werde nicht ruhen, bis alle Pferde gerettet sind. Niemand tut das meiner Familie an. Und ganz besonders nicht meiner Tochter. Damit dürfen wir sie nicht davonkommen lassen. Wir sehen uns, sobald ich meine Familie kontaktiert habe. Zusammen können wir dieses niederträchtige Labor schließen. So, Fortsetzung folgt. Was passiert als nächstes? Die Geschichte hört noch nicht auf. Du kannst dich auf spannende Abenteuer in den zukünftigen Updates auf Star Stable gefasst machen. Halte die Augen auf, die Geschichte geht schon bald weiter. Also das heißt, wir retten erstmal Nightdust noch nicht, weil es noch nicht reingepatcht wurde. Gut, dann machen wir hier erstmal einen Schnitt und warten auf die weiteren Updates. Und das ist ein trendiges City-Top, das wir erhalten haben. Es sieht sehr schick aus, auf jeden Fall. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!